Wir sagen euch an, Wikis Adventspodcast der katholischen Kirche in Unna, Fröndenberg und Holzwickede mit Viktoria Schumann und Heiner Redeker. Heute am 17. Dezember öffnen wir das 17. Türchen unseres Adventskalenders und finden darin das Thema Vorbilder in heutiger Zeit. Heiner, wir haben ja jetzt schon in den letzten Wochen von einigen Vorbildern für uns im Glauben gehört, von Heiligen. Da hatten wir zum Beispiel die heilige Barbara, an die ich mich jetzt sehr gut erinnern kann, an den heiligen Nikolaus, Franz Xaver und noch viele andere Heilige. Heilige, sagte ich ja gerade schon, sind für uns Vorbilder im Glauben. Und jetzt wäre es natürlich interessant, auch mal von Vorbildern zu hören in heutiger Zeit. Denn sowas gibt es bei uns tatsächlich in Unna auch. Ja, auf jeden Fall. Heilige sind Vorbilder und aus deren Leben können wir so viel lernen und so viel abgucken, weil die es geschafft haben, das Evangelium umzusetzen. Sie sind so lebensnah für uns, finde ich. Und es gibt in der Tat ganz, ganz viele Vorbilder, auch die das Evangelium umsetzen, ja, auch vor Ort. Zum Beispiel in Fröndenberg, da fällt mir eine Person ein, der mich wirklich fasziniert. Ein guter Freund von mir. Es ist Christoph Gottlob Krause. Und dieses Gottlob, das passt bei ihm so. Niemand oder kaum einer weiß, dass er Gottlob mit zweitem Vornamen heißt. Und es passt so zu unserem heutigen Thema. Christoph Krause. Ja, du wolltest gerade was sagen? Ja, genau. Ich habe mich gerade gedacht, du hast mir ja schon ein bisschen erzählt, was der Mann macht. Und da habe ich gerade gedacht, das Gottlob, das passt wirklich auch. Also dieser Name ist auch Programm. Der Name ist Programm, genau richtig. Weil er nämlich zum Lobe Gottes jeden Abend sich aufmacht. Seit der Corona-Pandemie spielt Christoph Krause nämlich jeden Abend für die Bewohner unseres Schmalenbachhauses. Er hat wohl da gemerkt, ach, das sind Leute, die in der Corona-Pandemie irgendwie untergehen. Da kommen wenig Leute zu Besuch. Die können keinen Besuch empfangen, so war es ja am Anfang. Und die sind viel alleine und das fand er so schade. Und dann hat er sich sein Horn geschnappt. Er ist nämlich im Posaunenchor auch in Fröndenberg, hat sich sein Horn geschnappt und hat sich vor die Fenster gestellt, ist da ums Schmalenbachhaus rum, hat verschiedene Stationen angesteuert und angefangen, Musik zu spielen. Natürlich auch das berühmte Lied, was auch in der Pandemie da war, Der Mond ist aufgegangen. Dann hat sich das so bei ihm verfestigt, dass er jeden Abend dahin ist, jeden Abend. Und er war, glaube ich, 3 Tage mal unterwegs, da hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert und da hat er für Ersatz gesorgt. Völlig faszinierend. Und er spielt sogar bei Regen. Er hat sogar mal bei Gewitter gespielt. Aber da haben die Leute ihm gesagt, bitte, Christoph, spiel nicht, wenn es gewittert, dann haben wir Angst um dich. Da können wir überhaupt nicht zuhören bei dem, was du da machst. Und er hat einen riesen Fankreis mittlerweile. Ich war letztens da und habe ihn besucht und bei der letzten Station, da macht er ein Wunschkonzert. Da kennen sich alle schon, die kommen runter und hören ihm zu und dann dürfen die sich Lieder wünschen. Und ich durfte mir auch Maria durch den Dornwald ging wünschen. Ist das nicht faszinierend? Das ist unglaublich faszinierend. Also vielleicht auch eine Anregung für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es mal einen bestimmten Liedwunsch gibt, sich vielleicht auch an den Herrn Krause zu wenden. Genau, richtig. Und er macht das, wie gesagt, seit dem 29. März macht er das schon durchgängig. Und er ist auch sonst aktiv. Er ist im Hospizkreis drin. Ich glaube, er hat ihn sogar mit Frau Wette zusammen gegründet. Er ist im Bewohnerbeirat und kümmert sich um die Belange der alten Menschen. Und das Interessante war der Ausgangspunkt. Seine Mutter war selbst auch bei uns im Schmalenbachhaus und er hat sie besucht, hat sie jeden Tag beim Mittagessen gefüttert und ich meine, er hätte mir auch mal erzählt, dass er abends dann die Mundharmonika gespielt hat und dann haben die gesagt, sie können nicht gehen, sie müssen hier bleiben, sie müssen irgendwie das weitermachen und das hat er gemacht und das schon seit langer, langer Zeit und mit dieser super tollen Idee, jeden Abend für die Bewohner zu spielen und die warten schon auf ihn, die freuen sich auf ihn, er verbreitet da also Zuversicht und Freude. Sehr schön. Also so kann aus jemandem auch ein Heiliger werden oder ein Vorbild werden. Du wolltest uns aber, glaube ich, noch von einem anderen Herrn erzählen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, es gibt so viele Vorbilder, finde ich. Und das ist ein Vorbild. Und ich habe noch ein anderes Vorbild. Unser alter Dorfscheriff, Theo Beiske, den kennt in Frönnberg jeder. Und der ist auch seit Jahren unterwegs und sammelt Geld für das Waldpiratencamp. Das ist eine Kinderkrebsstiftung, wo Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren hingehen können und dort Kraft und Zuversicht für die Rückkehr in ihr gesundes Leben finden können. Und wenn ich richtig informiert bin, hat er mittlerweile fast 200.000 Euro zusammengesammelt und ist unermüdlich im Einsatz für die gute Sache. Das ist noch eine Sache. Es gibt die Leute in der Flüchtlingshilfe. Es gibt die Leute, die in der Caritas unterwegs sind. Es gibt so, so viele gute Beispiele und Vorbilder für uns alle, an denen wir uns einfach mal eine Scheibe abschneiden können. Genau, vielen Dank. Also das waren jetzt genau zwei Vorbilder, die du eben genannt hattest, die von denen wir jetzt die Geschichte auch kennen. Aber du gerade schon sagtest, es gibt natürlich so viele unendlich viele Menschen, die wirklich Gutes tun in dieser Zeit. Und wir wollten den heutigen Tag einfach mal nutzen, um an diese Menschen zu denken, um an sie zu erinnern und um ihnen einfach auch mal Danke zu sagen für ihr Bemühen, für ihr das Engagement, das sie mitbringen und die Zeit, die sie dafür opfern, in Anführungsstrichen. Sie machen es ja wahrscheinlich auch sehr gern. Genau. Danke sagen dafür, richtig. Und auch Danke sagen, dass sie Vorbilder für uns sind, wie man das Evangelium, die frohe Botschaft konkret machen kann und wie man sie umsetzen kann, direkt vor Ort. Genau, und vielleicht für uns auch eine Anregung oder vielleicht ein Gedankenanstoß, wie ich vielleicht im Kleinen auch versuchen kann, so ein Vorbild im Glauben zu werden. Richtig. Sehr schön. Und jetzt wollen wir auch nochmal uns anhören, was Christoph Krause jeden Abend für uns spielt. Ja, das war leider unser letzter Podcast. Schade, es hat mir echt Spaß gemacht und vielleicht können wir das ja in irgendeiner anderen Form mal weitermachen. Genau, mir hat es auch sehr viel Freude bereitet. Das war mein letzter mit dir vor allem, mit deinen Kolleginnen und Kollegen noch nicht. Aber genau, von dir muss ich mich an dieser Stelle jetzt leider auch verabschieden. Aber vielleicht wird es ja eine Fortsetzung geben. Genau, und ich freue mich auf die weiteren Podcasts. Ich mich auch. Vielen Dank. Ich danke dir.